Es sind dramatische Szenen, die sich auf dem Rio Grande abspielen. Immer häufiger versuchen Migranten aus Mittelamerika, den Grenzfluss zu überqueren, um so illegal in die USA zu gelangen. Unter ihnen Kleinkinder und Babys. US-Grenzschützer sind deshalb nun auch auf dem Fluss zwischen Mexiko und dem US-Bundesstaat Texas im Einsatz. Mit Patrouillenbooten retten sie die Menschen vor dem Ertrinken. Aber anschließend geht es zurück zum mexikanischen Flussufer. Erst am Wochenende hatten die Grenzschützer eine Familie aus Salvador aus den Fluten gerettet. Viele der Migranten, die versuchen, über den Fluss zu fliehen, kommen aus einer Grenzhaftanstalt in Mexiko. Knapp 2000 Menschen warten hier auf die Bearbeitung ihrer Asylanträge. Für viele sei die Lage vor Ort unerträglich. Es porque tenemos libertad de andar libremente en el país de México. No somos delincuentes. Venimos nomás a buscar un trabajo digno. Das US-Verteidigungsministerium hatte den Einsatz des Militärs an der Grenze zu Mexiko gerade verlängert. Ursprünglich sollte die Mission am 31. Januar enden. Nun soll das Militär bis zum 30. September patrouillieren. Präsident Trump hat die US-Grenzposten zu einem harten Durchgreifen aufgefordert.